Grüße, Sterbliche, hier zu diesem weiteren Folge von diesem Let's Play. Ja, das sehen wir nicht schön aus als Gruppe. Hier, der hier mit seinem Kapuze komplett übers Gesicht, ich mit meiner tollen Kapuze hier. Mit der Haube und der epischen Rüstung und dann dieser komischen Bauernhaube. Und er ist ja eh noch ganz komplett ohne alles. Ja, die Katze ist auch noch da. Was ist denn hier? Hier ist doch... Wir sind hier und irgendwo links... Ach, hier. Der Amyro. Leave him be. Don't... Listen, I can help you if you just... Shut up, Elf. Scheint verletzt und Frauen sind hier eingesperrt. Caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Warum ist denn der Schuldige? Caught him red-handed trying to make off with a second crate after he took the first. Went down like a rent boy when we grabbed him. Easy. Supplies. Crate of food. Citrus in particular. He'll talk or he'll die quiet. Mhm. Ja, komm, ich bring mal die gestohlenen. Ich bring dir mal die gestohlenen Sachen. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate and you got yourself a deal. Ja gut, natürlich würde ich jemanden für Obst umbringen. So. So, was haben wir denn hier? Der gefangene Elf. Gut. Wir sollen also das Diebesgut zurückbringen. Gut, dann haben wir mit denen geredet, mit ihr hier. Rabenstein. Okay, es gibt hier Kämpfe. Da gibt es hier so eine Arena oder sowas. Dein Magen steht putzbar mit uns. Arena. Das muss die Arena des einen sein. Die Heimat eines sagenumwobenen Kampfkults. Sagen, dass du Echsen. Doppelt so groß waren, wie du erledigt hast. Größe oder Länge haben nur wenig mit Kampfgeschick zu tun. Ja, erzähl mal mehr. Nothing I can tell you, you can't find out by slipping down that hatch. If you've got the spit in you, that is. Welche Hatch? If a Magister finds this on you, you forget my name, here. Got it. Ja. Dann gehen wir mal da runter. 300 EP. Die Arena der Freudenfeste. So. Nehmen wir mit. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Die ganze Freudenfeste scheint echt nicht mehr so, wie sie früher mal war. Die besten Zeiten anscheinend auch schon hinter sich. Tee. Wer auch immer hier einen Becher Tee rumstehen, rumliegen lassen hat. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich den trinken möchte. Ivor der Gigantische. Und Mia die Treue. Sepp der Glänzende. Can we get on with this already? I've waited this long. I can wait longer. Okay. Tola die Dornige. Und Carson der Kicherer. Ist da unten die Arena? Wir speichern mal, vielleicht ist es auch eine Falle. Hallo. You come to fight. You come to prove yourself. You come to be worthy. There can only be one and you have but one chance. Was soll ich denn hier beweisen? She scoffs. To prove you are the one. Ach so, ja natürlich. Was ist denn der eine? Never mind. The one does not ask such a question. Ich rede mal erstmal mit den ganzen anderen Leuten. Nice.
Just nice. Hoping the next batch is better than nice. Okay. She sizes you up as you approach. Her eyes narrow. You've yet to experience the joy and pain of true combat, I see. Kein kampfgestellter Krieger. Wieder Krieger. Du bist gut im Kampf, aber das Leben hat mehr zu bieten. Not much, I wager. Should you wish to ascend as the one, you must aspire to more than mediocrity. Yet I see potential in you. You have a reason to fight. You could go far. Wer ist denn dieser eine? The spirit of the one is everywhere. It exists beyond us, yet will someday live in one of us. I believe you could, but it's not certain. That's a tale only you can tell. Ja, warum ermutigt ihr uns eigentlich? I fight not to be named the one, but to reveal the one. Okay, ich bin kein Gläubiger. Sie sagen, dass du nicht für ihren Selbstkult demonstriert. Etwas anderes fragen. Warum sind wir das Besondere? Some truths are simply known. Okay. You'll return. This I know. Okay. A deep grumble emerges from him, as if from an endless cavern. Your bones vibrate to the rhythm of his greeting. Well, get a load of you. You got swagger, I'll give you that. But I reckon I could squash you like a bug with just my left thumb. Okay. Ist der Zauberstelle oder sind das Streitkolben oder sowas? Die einladen, das zu versuchen. Dann fragen wir erstmal hier, wer es hier ist. Look around, Lizard. What you see is what you get. It's a fighting arena. You step into it when it's your turn and take whacks of whatever comes barreling towards you. Glad I found it. Spent half my life ripping apart men and mages, sometimes for pay and sometimes for fun. If I've got to be stuck in here, I might as well prove I'm the one. The one is a living god. Might sound crazy to you, but it's just the way of it. You battle in the arenas. You get divine power if you come out on top. Ja, aber wer ist denn? Ich meine, wenn man die Spitze erklimmen kann, das heißt, da muss ja schon irgendjemand sein, gegen den man am Ende kämpfen muss. Das heißt, der muss ja schon der eine, der muss ja schon die Spitze sein. Also ist er nicht der eine? Don't know about it. I didn't either till the one over there got me into it. These old ruins make a right fine battleground. Das ist eigentlich ganz gut, da können wir hier mal ein bisschen Kampferfahrung uns aneignen. Yep. One thing the old woman taught me is to ignore anybody saying they're better than me. Welche alte Frau? And let me tell you, Runt, by the looks of ya, I ain't got no reason to stop believing her now. He grumbles what sounds like a farewell. Okay, wer bist du denn? Sepp der Glänzende. The old man looks you up and down and smiles. Will you fight? I will watch with great interest. When's it gonna be killing time? Okay. I ache for battle. Ja, ich würde sagen, dann You come to fight. You come to prove yourself. Good. Who aids you? Choose wisely. Whether you fail or succeed, you do not fight more than once. Ja, komm, sollen wir euch mitnehmen oder ich meine, wir haben immer noch keinen Supporter. Aber dann laden wir halt einfach neu. Okay. Werl der Eifrige. Der Beharrliche. Rex. Und hier ist einer, da ist einer und die kultiviert. Da weit, ganz weit oben. Okay. Er fängt an. Können ihn hier oben verstecken. Ich
Hier ist eine Kiste. Das ist nur eine Kiste. Interessant. Okay, ich will nicht ganz näher oben, weil hier ist ja das Öl. Aber wir könnten so nach hier gehen. Sollten wir fürs Erste sicher sein. Nee, stopp. Ermutigen erstmal. So. Und dann gehen wir hier hin. So, bin mal gespannt. Okay. Kommt ja gar nicht mal so weit. Öl. Oder Feuer. Ich könnte ja versuchen, einfach ihn zu beschießen. Das Ölfass zu, hier anzuschießen, damit es dann in die Luft geht. Und dann Feuertotem machen. Komm. Das war eine größere, Dingsbums, als ich dachte. Dann stellen wir das mal hier hin. Feuertotem. Oh, außerhalb der Reichweite war das. Taktischer Rückzug. Okay. Ich weiß gar nicht, dass ein taktischer Rückzug so aussieht. Fane. Eieiei, hat die komplett die eine physische Rüstung direkt abgezogen. Ich würde sagen. Das ist schön. Und, weiß gar nicht, bisher sind alle Sachen ja immer durchgeflogen. Ich hab ein bisschen Angst. Okay, nee. Feuerschaden. Mal sehen, sie hat ein bisschen magische Rüstung. Oh, ich könnte versuchen, hier hoch zu gehen. Ja. Das sollte auch eigentlich nicht schlecht sein. So, okay. Können sie von da? Okay, magischen Panzer. Ach, ich dachte schon, die haben so viel Reichweite. Ui. Okay, er ist dran. Ich brauche auf jeden Fall wieder Rüstung. Und ich habe noch gut physische Rüstung. Das kostet 2, das kostet 1. Kostet alles. Das kostet 2 AP, okay. Gehe nach hier. Und dann Schilde hoch. Ja. Sehr schön. Okay, mal sehen. Ich muss auf jeden Fall durchs Feuer laufen. Oder Ermutigung, okay. Trotzdem muss ich halt immer noch durchs Feuer laufen. Okay. Kostet 2. Kostet 3. Wir gehen nach hier. Versuchen ihn niederzuhalten. Er hat 17 Rüstung noch. Oder ich mache halt das. Aber dann habe ich nichts anderes, was ich noch machen könnte. 3 Runden müssten wir uns wieder warten. Aber das schaffen wir natürlich cool, die hier im Feuer festzuhalten. Obwohl dieser Nahkämpfer. Können wir hier irgendwo gucken? Plus 30% Schaden. Ja, komm hier. Okay, sehr schön. Haben sie, sind sie ihre komplette magische Rüstung losgeworden. Und dann tue ich ihn hier hin. So, kann ich jetzt den Zug verzögern? Deinen Zug. Wenn ich jetzt Runde beenden drücke. Okay. Ja, die. Ah, ist okay. Er greift, den an. Oh, wir brennen. Hm.
ein Schild hoch. Wir könnten halt noch ein bisschen weiter brennen und dafür könnten wir halt eben ein Totem und ein sagen auf jeden Fall ein Totem kommt schon mal hier hin. Ist jetzt die Frage, wir könnten jetzt auch noch halt ein Flammenimp, ja, bleiben wir halt noch ein bisschen im drin stehen. Ich glaube nicht, dass sie uns bis nächste Runde schon so schnell killen. So. So. Okay. Führen wir denen nochmal ein bisschen Schaden zu. Und ein AP. Und provozieren die Eifrige. Weil er, selbst wenn er dran ist, wird er glaube ich noch. Oh, was war das denn? Warum war das nicht? Also, mein Imp hat doch. Okay, ich verstehe es nicht. Er ist geblendet. Weniger Präzision. Okay. Über einen Rand. Okay, warum ist. Ach, verringert Reichweite und Präzision. Aha, okay. Also unsere Reichweite ist zurzeit ein bisschen reduziert. Vor allem der Hund da. Gut. Und dann könnten wir sie eigentlich ihn sich totstellen lassen. Hier ist auch gar keine Zeit dran. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt sich dann nochmal ändern wird oder. Komm. Sehr schön. Regeneration. Gut, das ist schon mal schade. Brenndolche ein. Okay, wir brennen noch mehr. Er brennt auch. Ich habe ihre physische Rüstung haben die halt noch. Das heißt, so geil ist das auch nicht. Wir haben noch Rüstung, haben wir noch ganz gut. Könnten uns noch selber verstärken. Das machen. Wen wollen wir denn zuerst gehen? Hier auf ihn. Okay, schon mal relativ gut Schaden gemacht. Dann verstärken wir uns. Oder sollen wir ihn verstärken? Füllt oder erhöht Max. Okay, das heißt, wir sind erhöht. Ich glaube, der ist relativ auf dem auf dem Tablett. So, und dann machen wir hier noch ein bisschen. Okay, was macht er jetzt? Verkuppelnder Schlag. Achso, auf die Inkarnation. Ach ja, stimmt. Ich war auch noch da. Okay, er ist dran. Er ist verkrüppelt, aber. Und außerhalb der Reichweite. Ja, dann. Zu beenden. Hat ein bisschen Schaden sogar reflektiert. Das ist doch schön. Ah ja, hat er noch viel Leben. Einiges an Rüstung. Könnten Feuerpfeile uns machen. Dann auf ihn schießen.
Feuerpfeil. Und dann auf ihn schießen. Und nochmal auf ihn schießen. Sehr schön. Oh. Gut, dass wir ihm eine Rüstung gegeben haben, sonst wäre er jetzt schon nicht tot. Okay. Wir laufen nach da. Nehmen dann eins und dann können wir noch... So, nehmen die eine Giftflasche. So, und jetzt können wir entweder hier Rex angreifen. Oder uns noch ein Totem holen. Ja, komm, wir machen hier nochmal noch ein Totem. Sehr schön. Okay, sie kommt jetzt auch. Wie ist sie überhaupt? Zur Truhe da. Bringt das irgendwas dahin, zur Truhe zu kommen? Ah, okay. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder die volle Fähigkeiten. Hier eins. Da eins. Und da eins. Okay, achso, da, ich glaube, dann kriegen wir weniger Schaden. So, und dich vergifte ich. Wirbelwind. Ah, okay, hat er ein Totem und unsere Inkarnation gekillt mit. So. Okay, das wird hier alles irgendwie verschoben. Wir... ist auf jeden Fall hier weg. Oder? Müssen wir hier weg? Hier sollen wir Heiltrank nehmen? Haben eigentlich noch ganz ein bisschen was. Zweimal angreifen, das wird nicht viel Schaden machen. Doch wir müssen auf jeden Fall hier aus dem Feuer raus. Okay. Verdammt, ja, ich habe ganz vergessen, dann können wir jetzt ja gar nicht mehr. So. Einmal trinken und dann den Hund eins auf den Deckel geben. Okay. Hat 17 Rüstungen. Wir haben 4. Können sie vergiften. Weiß nicht, warum sie an die Truhe will, aber wir können sie vergiften. Und dann verbrennen. Oder wir lassen sie einfach in Ruhe und kümmern uns erstmal um die hier. Wir könnten sogar versuchen, die sehr schön endgültig K.O. zu machen. Und dann noch auf Rex. Okay, jetzt ist Rex selber dran. Gut fehlgeschlagen und wir reflektieren immer wieder Feuerschaden. Sehr schön. Wir haben jetzt noch hier einen Flammentotem hin. Nee, das könnte dem armen roten Prinz Schaden machen. Tja. Wir versuchen hier rumzugehen. Ne, genau, wir machen uns das Schild mal wieder hoch. Okay. Du kriegst hier mal einen schönen ab. Und dann ist er eigentlich nur noch... Ja, komm. Auch schön. Und dann kommt es jetzt wieder zurück. Er will doch nicht zur Kiste. Oh, brennt er dann jetzt auch oben?
Er ist dran, er ist dran. Schild hoch und auf den draufhauen. Oder? Ich glaube Schild hoch und Schild werfen. Mit am meisten Schaden. Ah, okay, das ist uns tot, sind wir dran. Oho. Ich will natürlich nicht. Ich gehe nach da. Ich werf sie dann auch mit so einem Steinding ab. Und gehe dann nach da. Oh, der Hund ist gerade verbrannt. So, wir sind dran. Wir holen uns noch ein Token. Und wir holen uns... Ah, verdammt, haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Ja, dann gehen wir halt nach da. Ah, wir hätten noch... Schön, wir hätten Fane noch wiederbeleben können. Rüstung. Das müsste Magieschaden geben. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall so. Okay, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dann gehen wir einfach mal hier entlang. Und genauso wie unsere. So, dann gehen wir hier mal zusammen. Flankieren wir sie. Ah, verdammt, jetzt habe ich wieder vergessen. Ja, stimmt, wir hätten ihn wiederbeleben können. Ja, du machst das und belebst ihn jetzt mal. Ne, sie ist jetzt sofort wieder dran. Dann machen wir nichts. Oh, Regeneration. So. Wir laufen nach da. Giftschaden ist super. Das wird also nicht mit eingeplant. Und wenn er brennt, ist, kann er auf jeden Fall nicht durch da durchlaufen. Das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Das hätte ich bedenken müssen. Dann brennt er denn noch. Er brennt noch eine Runde. Das hier sollte eigentlich okay sein, oder? Okay. Okay, also eine Tote ist jetzt den Geist aufgegeben. Stimmt, er ist immer dran und dann ist sie dran. Okay, wenn ich nach hier gehe, kann ich auf sie schießen. Und nochmal auf sie schießen. Und bis nach hier ausweichen. So. Und sie... Oh, verdammt, das wird unangenehm. Achso, oh. Das wird auch noch unangenehm. So. Zwei AP. Sehr schön. Und jetzt Elementar-Totem. Das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Nee, funktioniert trotzdem. So, das heißt, jetzt müsste... So, dann... Rüstung. Ich traue mich halt nicht, mit dem Brennenden durchs Öl zu laufen. Nee. Nee, nee, nee.
gefehlt. Und jetzt ist auch Ifan gestorben. Ach, Gift ist auch explosiv. Oh, ich dachte, ihr wusstet, dass man Gift mit Öl, dass man Gift damit wegmachen kann. Aber ich wusste nicht, dass es auch Gift, okay. Ich gehe nach da. Mach das Elementartotem nach da. Ich bin dann tot. Ach, geht gar nicht. Okay. So. Zwei. Das heißt, wir können bis nach hier gehen und ihn dann. Tja, oder ich gehe. Das ist relativ eine relativ große Reichweite. Ich gehe nach. Ich gehe erstmal nach hier. Ach verdammt, ja, ich habe vergessen, verlangsamt. Das ist natürlich nicht damit eingeplant. Also, da wird er doch so weit kommen. Aber, ah, hat jetzt ein komplette Ding verpasst. Neferhotep ist auch gestorben. Verdammt. Außer Sichtweite. Okay. Komm, niederschlagen bitte. Sehr schön. Und so. Alles verdammt, er ist ja auch noch verlangsamt. Komm, hier. Außer Sichtweite. Zu weit entfernt. So. Ihn auch. Ziel ist blockiert. Ah, okay. Sehr schön. Ah, sehr schön. So. Ah, komm. Puh. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einmal das. Und dann 1, 2, 3. Okay. Sie hat ein bisschen Leben. Gehe ich nach hier. Ein brennender Stein. Und dann wieder nach da. Okay. Das war so viel zu dem. Tja, jetzt kann ich entweder ihn wiederbeleben. Ja, komm. Was? Ja, komm, den roten kannst du wieder beleben. So. Kann ich eigentlich sagen, dass er das jetzt. Nee, kann ich nicht sagen, dass er das jetzt essen soll. Okay, das geht also nur außerhalb des Kampfes. Essen. Ja, dann Schild hoch. Und. Okay. Mm-hmm.
suchen. Wo ist denn? Hier so nach hier gehen. Aber von da aus wird unterbrochen. Schade. Dann können wir also noch einen brauchen. So, schießen auf sie. Okay. Ach so, sie ist fast schon tot. Oh, ja, easy. Puh. Ach, wir hätten also im Kampf hätten wir die Truhen plündern müssen, damit wir dann... Nein! Stopp! So. Oh Gott, was war das denn? Oh Gott, warum war es denn im Kampfmodus noch? Hier. Verzehren. Warum war das noch? Oh Gott. Na, toll, da haben wir natürlich schön nochmal getrunken. Okay, Moment, erst. Das ist der einzige, der Schaden. Oh Gott. Hab ich echt. Ah, Gott. Ja, manchmal die Steuerung, ne? Tja, ihm müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja. So, dann reden wir mal mit ihr. You may yet be the one. You prove yourself again and again and again. A warrior traveling the path of the one should not be collared like a pet. I suggest you see the Tinkerer. You are capable of so much more. Oh, der Tüftler. Wenn er eine Belohnung, magische Lederhose, Zauberstab der Natur, Luftschaden. Das heißt, Moment, das heißt, das ist ein Stab. Aber wir bräuchten eigentlich einen Zauberstab, ist mir lieber. Geblendet für eine Runde. Plus 3 Initiative ist gut. Wir brauchen Initiative. Schriftrolle der Regeneration. Okay. Wenn du diesen Schädel ans. Wenn du dir diesen Schädel ans Ohr hältst, kannst du ein leises, schreckliches Wehklagen hören. Als würde meine Seele unvorstellbare Klagen. Unvorstellbare Qualen leiden. Okay. Und 114 Gold. Okay, das ist schon mal schön. Ja, das nehmen wir mal. Plus 3 Initiative ist gut, dann sind wir mal ganz schön, ganz früh dran. Okay. Tja. 10%, ein Verstand heilt 10%. Halt 10%. So. Each day brings us one step closer. Nice. Just nice. Okay. Dann reden wir mal hier weiter. Mal sehen, ob die jetzt was anderes zu sagen haben. Okay. You were decent in the arena, but you'll have to do better than that to be named the one. Hat er recht. Well done. Very well done. Tell me, what is your strategy in battle? You do not fight like others I have seen. Ich würde sagen, dass du jeden Schlag sorgfältig planst und die Stärken und Schwächen deines Gegners abschätzt. Hm? Zum Beispiel, dass ich einen brennenden Typen vor einem Ölfass abstelle. Und mich selbst und ein Totem in ein brennbares Gift reinstelle. Ich habe sehr gut geplant. Sagen, dass du das Schlachtfeld lieber dezimierst und auf dem Weg maximalen Schaden verursachst. Ja, wir dezimieren das Schlachtfeld. An effective method.
As long as you keep control of that which you destroy. Ja. I will keep my eye on you. The good one. Okay. Können wir hier irgendwo irgendwie da hingehen? Okay, das heißt, wir müssen wirklich im Kampf. Okay, hier können wir auch nicht lang gehen, auch wenn es so ein bisschen so aussieht. Das heißt, wir müssen wirklich im Kampf die Kisten da uns plündern, wenn wir an die Kisten denn ran wollen. Ich bin nicht sicher, ob wir an die Kisten ran wollen. Aber eigentlich grundsätzlich schon ganz gern. Boah, die sind auch echt hier. Wir haben nichts anderes zu tun den ganzen Tag als immer. Someone will yet, is yet to be chosen. Egal was. So, wir haben. Was haben wir denn noch alles vor? Aktionspunkte. Können wir die, wie können wir eigentlich die besser machen? Kann. Muss mal gucken. Das wäre vielleicht auch gut, wenn wir das irgendwann mal besser machen können. Ein paar mehr Zaubersprüche wäre auch nicht schlecht, wenn wir die irgendwann mal lernen würden. Und ein Heiler. Wir brauchen echt irgendjemanden, der heilen kann. Kann man irgendwie so sagen, dass es einmal sortieren soll? Nee. Oh, was ist das denn? Ben Mest. Euer Ziel ist kein geringer als der göttliche Bischof Alexander, Anführer des göttlichen Ordens. Nähert euch und zeigt unserem Gönner, warum die Silberklaue die gefürchtetste unter den einsamen Wölfen ist. Um Hilfe für eure Mission zu erhalten, sucht Magister Boris im Ghetto auf. Nennt unsere Losung Geloch Dumar, um euch zu erkennen zu geben. Möge der Mond euch den Weg leuchten. Roost Anlond. So, time to find this Boris fellow. So, hier das Gold alles zu mir. Was ist das? Hubert's Enzyklopädie. 1218 AD. Lucian und der Schwarze Ring. In dieser Abhandlung gibt Cranley, der Schreiber, sich alle Mühe, die Entstehung des Schwarzen Rings zu beschreiben. Zusammengefasst, Lucians Adoptivsohn Damien hasste seinen Vater und wurde zum Herrn des Chaos. Was extrem anmutet, doch Hubert zufolge hat Damien vielleicht gute Gründe, die mit dem Mord Lucians an Damiens geliebter Ygerna zu tun hatten. Damiens Banner zog eine Mischung aus gesetzlosen Abweichern, Schwarzmagiern und weiteren befleckten Seelen an. Die wurden zur Armee, die für die Lehre kämpfte. Okay. Dieses Notizbuch enthält umfassende Anmerkungen zu den Eigenarten und Gewohnheiten der sterblichen Völker. Ihre Ernährungsweisen, Kleidungsarten und Sprachmuster werden beschrieben. Außerdem gibt es einige reichlich abwegige Abbildungen zu ihrem Paarungsverhalten. Wow. Ah, you've read my contract. What does that look in your eye mean? Vor Freude strahlen und sagen, wir töten Alexander. Uiuiuiui. Ihm sagen, dass es bedeutet, dass du keinen Mörder in der Gruppe haben willst. Natürlich. Hallo, Alexander. Ja, komm, da drück ich mal ein Auge zu. Auch gerne auch zwei. Suffizant grinsen und dich fragen, was wohl geschehen würde, wenn du das einem Magister erzählst. Nein, natürlich nicht. Juhu. He raises an eyebrow and folds his arms, appraising you. Me, not you. It's my contract. Oh. But you can come along for the ride. Nicken, es wird nicht einfach, aber du hilfst ihm, dein Augenmal hochzuhalten und sagen, dass du aus sicherer Entfernung zusehen wirst, wie er Erfolg hat. Ja, wir werden ihm helfen. And likewise, with whatever errands of your own you have. Okay, das heißt, da müssen wir jetzt irgendwie irgendeinen von den Magistern aufsuchen. So. Du unterhältst sie mit der Geschichte deines Sieges. Don't get too chuffed now. Long way to go yet. Did you speak to the burnished one? Good. I doubt that's the last you'll be seeing of him. There are those of us who believe he's the key to ending all of this mess. The Order, the Voidwoken, all of it. Okay. Und deshalb sitzt er hier unten. Don't hesitate to return to the arena. The burnished one is always watching. Okay, hier hat jetzt nichts wirklich Interessantes. Apfelsaft. Warum ist er so grün? Lunte. Okay. Jo. Oder nein.
Nein, 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 nein. Oh, ich dachte gerade schon. Ich habe außerdem das hier gemacht. Hilde. Still on your feet, eh? Glad to hear it. So, sag mal. To take a gander at the stock. Feller in that cage is the thief. Stashed the oranges somewhere before he was caught. If you believe that. Na, scheint ja nicht ganz so selber nicht zu believen. I see plenty of liars in my line of work. Snakes, weasels, worms. That fella's square as a pavestone. If he's a thief, I'll eat my boots. Okay. Er ist der Wahrhafte. Sure do. Ask me. It'd have to be one of those sad sacks that's always hanging around Griff looking for favors. She looks at you sideways and raises her eyebrows. Some folks and some reptiles would do anything to get his attention. Okay. I see plenty of liars in my line of work. Snakes, weasels, worms. Hast du schon mal gesagt? That fella's squid. It's all in the eyes. Joy lives in the eyes, sometimes way in the back, but it's there all the same. Liars ain't a joyful bunch. Aha, okay. Mal sehen, hast du noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Schuppenhelm. Ist ja auf jeden Fall interessant. Zaubererhut. Okay, dieser Stab, nee. Schlangenlederrüstung. Aber nicht das Geld für. Eine Robe. Dann können wir auf jeden Fall gebrauchen. 300, nee, das ist noch ein bisschen außerhalb unserer Reichweite. Ist das vielleicht so Schuhe? Ja. Ich weiß gar nicht. Können wir hier Inventar aufmachen? Nee, kann man nicht. Sure you don't want to have a look at my stock before you go. Zeig mal, haben alle. Er hat keine Schuhe. Erdschuhe. Eins. Die bringen gar nichts. Die auch nichts. Die bringen auch nichts. Ah, die brauchen wir wahrscheinlich, um zu verstecken, dass wir ja hier untot sind. Das Stiefel können wir uns überlegen. Ob wir uns die Stiefel holen. Magierhandschuhe. Lederhandschuhe. Das könnten wir uns leisten. Ja, ich würde sagen, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Annehmen. So. Entschuldigung. So. Na, fortgehen. So, wer kriegt. Du kriegst am Anfang erstes Mal. 2, 3, 1, 4. So, ja, sieht doch schon mal besser aus als diese komische Mütze. Du kriegst hier den. Ich frage mich, ob das auch Unterschied macht, ob der Helm offen ist oder geschlossen. Ja, du willst du die Schuhe haben? Wie der aussieht. Die brauchen wir irgendwann eine ordentliche Kutte für ihn. Gepeinigte Seele, mal sehen. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Du kannst für einiges Geld verkaufen, aber. Schriftvolle Regeneration. 10 Lebenskraft für 2 Runden. Okay. Könnten wir ihn wieder voll heilen. Okay, egal. Wir suchen jetzt erst. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Was haben wir denn noch hier? Moment. Hier ist die Küche. Hilde, das haben wir alles. Mit denen haben wir geredet. Nadel. Nee. As soon as I saw that glint in your eye, I knew we'd make a solid team. Ach so. Ups. Ihm sagen, dass du froh bist. Ich habe mich schon wieder selber angeredet. Ich bin froh, dass wir für ihn zurückgekommen sind. I am too, I must say. Good to know someone's got your back when the going's tough. Sagen, dass du ein bisschen verloren bist. Sollte seiner Meinung nach jetzt tun. Well, I've got a contract to complete. After that, getting the hell out of Fort Misery seems the best option. I figure we track down my inside man, and then we take it from there. Okay, ich habe ein paar Fragen. He freezes and shoots you a wary glance,
looking for all the world like a wild animal caught in the lantern light of a racing carriage. Well, why not? Go ahead. Während sich auf seiner Waffe liegenden Hand beobachtest, fragen, wie viele Verträge Ethan erfüllt hat. Mit der Haltung eines Soldaten hat er gedient. That I did. In Lucian's own army. Yeah. Stay out of their way. From the rank and file to the top brass, they're as ruthless as the wildest lone wolf. But the difference? A wolf never tries to hide what he truly is. There's a reason I don't wear order garb anymore. But I don't like to talk about those days. Okay. Ja gut, lassen wir. Thanks for understanding. Now, let's keep moving. Okay. Sehr schön. Nadel. What do you want, freak? Wir suchen nach den Vorräten. If Boss trusts you to find something for him, you better not disappoint him. You won't like him when he's disappointed. Warum sieht er denn so wenig besorgt aus? Boss will be fine. He's got himself in a fit state now, but as soon as another shipment comes in, he'll be right as rain. Weißt du was über den Täter? You mean that guy in the cage? Oh, I don't associate with elves. Fella says he's innocent, but you know how they lie. Warum wegen so wenigen ein paar Orangen oder sowas? Warum meckert der da? Yeah, Boss is awful passionate about citrus. Can't get enough of the stuff. Okay. Zitrusfrüchte. Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist das entweder ist noch irgendwas dabei oder sonst irgendwas. Vielleicht hat er nicht nur die Zitrusfrüchte, sondern auch irgendwas anderes noch gestohlen. Ich zieh mich nur um. I got my good eye on you, bub. Make it quick. Man weiß, wie die Magister die Leute von der Quelle befreien wollen. Hell if I know. Don't rightly know if it can be done. If they take the source out here, what are you? Okay, hast du schon mal von jemandem gehört, der von hier geflohen ist? Sure. Pelamine made it as far as the Hollow Marshes even. They dragged his corpse back the next day. Head pulled clean off by a ghost. I saw it myself. Okay. I never seen one myself, but my cousin up in Gore said one appeared from the clear sky one day and ate up every child under the age of 12. I don't know where they come from, but without the divine, there ain't much we can do to stop them. Okay. Mind your manners, Ram. Was ist man hier? Eieieiei, sind das wieder viele Leute. Konstabler Klaus. Nee, Kraus. Spuck! Ihn ausschimpfen. Tweet. Konstabler Kraus. Liste. Konstabler Kraus. Okay. Er ist auf der Liste. Mal sehen. Riesennägel, ein Eimer. Oh, noch ein Schlafsack. Den wir sogar mitnehmen dürfen. Sehr schön. Mal sehen, was haben wir denn hier? Hallo, Resik. The King's brow knits together, then apart and back again. He seems to be swimming deep in his thoughts and doesn't look up as you approach. Auf den Fuß treten. Schulterklopfen, räuspern, fragen wir mal, auf die Schulterklopfen. What? Oh, kin. New are you? Very good, very good. Make yourself at home. Die Echsen scheinen insgesamt sehr, sehr zusammen. Also hier die Rassenzugehörigkeit scheint ja sehr wichtig, ein sehr wichtiger Teil der Identität zu sein. Wann hast du einen Rat für Neuankömmlinge? Advice? Hold on to yourself, kin. The fort is full of decent folk turned savage by confinement. Do not let it happen to you. Hold on to your dignity, if you have any left. Okay, hast du Sachen zu verkaufen? Goods. Ah, yes. Yes, of course. Have a look. Hydrosoph. Okay.
Frostrüstung. Schutzbarriere, elf magische Rüstung, okay. Hagelschlag, Zapfen vom Himmel, frieren die Gegner ein, wirken 2 bis 3 Wasserschaden, wobei, wenn sie auf den Boden treffen, erzeugen sie Eisflächen. Unterkühlung für 2 Runden fest. Okay. Regen, okay. Nass werden die dadurch. Fähigkeiten, oh, Regeneration, Das heißt, wir brauchen Wassermagier, um den wir dann zum Heiler machen können. Gut zu wissen. Hydrosoph. Okay, wasserbildende Zaubersprüche. Diese Fähigkeiten werden durch hohe Intelligenz verbessert. Lies dieses Buch, um die Fähigkeit zu erlernen. Okay. Halt aus dem vergiftet und blutend. Okay. Gut, wir wissen jetzt, Resig hat. Was hast du denn auf dem Herzen? My mind? What else, Kin? I'm wondering why. All of this. Source. The Void Woken. The Divine. Why? Wie meinst du das? We've used Source for thousands of years. We have used it to heal, to grow. How can it be that it suddenly summons these horrors from the Void? And when will Alexander ascend to Divinity? We cannot continue like this. Hm. Vielleicht ist ja alles nicht ganz so, wie der göttliche Orden es einem gerne weiß haben möchte. Vielleicht sind ja selber dahinter. Ich weiß nicht. Ich meine, denen hat es bestimmt gut in die Karten gespielt, dass jetzt auf einmal hier überall die komischen Lehrer erweckten durch die Gegend laufen. Die, ich meine, sind dadurch ja durch mehr oder weniger die Herrscher geworden. Gefühlt jedenfalls. Okay, das heißt, wir haben hier unsere Bratpfanne als Einhandsteibkolben. Hier haben wir unser Laszlor. I only mean that if you think about it logically, she's much better off. Leave it, Sam. I won't say it again. Come on, chap. Don't be unreasonable. Better even to puke yourself to death than get purged, don't you think? You should be happy for greed. What did you say? That's what happened, isn't it? Bleeding snake. Okay. Well, let's not get nasty. Greed's better off, I'm sure. Keep my name out your mouth, Albal. Easy now, old chap. It isn't my fault she's dead. Gods. The smell, though. I'm gonna give you one more chance to shut that ugly mouth. Okay. Please, excuse us. You're talking to me, not him, Sam. Oh, for the love of Lucien, Balladeer. You're acting like a madman. Say it again. What you said about my wife. Go on. Lasst mal. Piss off. Go on, Sam. Well, it's the truth, and you know it. She's better off. So what if it was messy? I'd rather puke myself to death 1,000 times than let the Reds get to me. If she were my wife, I'd be happy for her. A flat smile twitches across Balladeer's lips. She never did like you. Whoop. Wouldn't know a thing about you and I, Gretty. Ja. Du! The man looks for a moment at the corpse at his feet, then turns back toward the nearly finished coffin, bloodied hammer in hand. Geschockt vor ihm stehen. Don't feel too bad. Fella had no decency. If you don't have that, you don't have anything to live for. Was er jetzt ihm sagen, dass er sich nichts vormachen soll, was er getan hat, ist nicht zu entschuldigen. Selbst wie ein Magister klingt. Maybe they're onto something then. Maybe we do belong here. Nope. Das war kein Kompliment. He nods at you and turns back to his handiwork. He lines up. He taps hammer to nail. Oh, okay. Schade. Ich wollte eigentlich wissen, dass. Ist es schon das schlecht, wenn wir reingucken? Ich weiß es gar nicht.